Heute wird's mal wieder ein bisschen frustig, denn ich habe Bock auf Kaizo. Habt ihr auch Bock? Dann schaut doch zu. Kaizo Mario. Moinsen, servus zusammen. Ich bin mal wieder hier, also gibt's mal wieder Mario. Wer hätte damit rechnen können? Und nachdem wir bei den letzten Malen so viel Mario Maker gespielt haben und so Random Level hatten, dachte ich, ich habe da noch eine Rechnung offen. Learn to Kaizo haben wir mal begonnen hier. Und ich dachte, wir spielen da einfach mal weiter. Ich habe es schon aufgemacht. Learn to Kaizo. Ich hab da jetzt schon so ein paar Minuten drauf gestartet auf diesen Intro-Bild, dieses Intro-Bild. Ich frage mich ja immer diese Demo-Plays, die da im Hintergrund laufen damals. Wer hat die eigentlich eingespielt? Weil so schlecht, wie der Typ da spielt. Oder das Programm. Oder was auch immer. Naja, gut. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe da ein Safe-State vorbereitet. Da waren wir. Erinnert ihr euch? Ja, es ist eine Weile her. Test 3 hatten wir gerade noch bestanden. Ich erinnere mich da an so ein Duping-Problem, was wir dann noch geschafft haben. Im Nachgang. Und ich dachte, wir machen einfach mal hier weiter. Ansonsten, falls wir irgendwann durch sein sollten, ich weiß gar nicht, wie lang dieses Ding ist, oder falls es zu frustig wird, können wir nochmal wechseln. Aber schön. Chat ist auch am Start. Schattenpuschel. Hey. Merles Random Stuff. Jawohl. Chris. Hängi so dunkel heute? Findest du? Ich find's okay. Gleich kommt bestimmt die Sonne nochmal raus. Gut, lass uns anfangen. Den Knopf muss man drücken. So, wie war das nochmal? Okay, wahrscheinlich auf diese Box und dann 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 ist man im Ziel. Okay, läuft soweit. Ablagestapel, moin. Redor Beef, Mars, servus. 150394, das klingt nach einer random Zahl. Scheint also noch zu funktionieren mit diesem Kaizo. Okay. Speichern wir The Spring Jump. Ach, jetzt kommen diese Mid-Jumps wahrscheinlich. Run against the wall and jump with the spring in your hand. Drop the spring right before the peak of your jump. Das ist so ähnlich wie ein Shell Jump. Andy Eaton, du fragst nach, was Learn to Kaizo ist. Also, ich weiß nicht, ob dir Kaizo-Hacks ein Begriff sind generell. Kaizo, diese schweren Mario-Level. Und irgendjemand? Nexus 15 heißt der gute Mann, glaube ich. Warum geht das mit dem Droppen nicht? So. Hat einen ROM-Hack zu Kaizo gemacht. Um Kaizo zu lernen. Und da ich mit Kaizo mal anfangen wollte, ist das dieser hier. Ah, guck mal, da wäre es fast gewesen. Ist gar nicht so kompliziert. Wenn er denn fallen lässt. Hm. Ich schieb's im Zweifel auf Input-Delay. Ah, okay. Da war er doch schon fast. Wer ist denn Kaizo, fragt Krano. Kaizo ist der Nachbar von Super Mario. Der hat sich da was überlegt. Funktioniert. Funktioniert. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass ich alle Kaizo-Skills verloren habe. GG Easy, genau. Welchen Controller habe ich? Ich habe einen Next Super Nintendo USB-Controller, den ich mir mal besorgt habe. Und der erfüllt seinen Zweck gar vorzüglich. Ich habe gehört, es gibt noch bessere, aber der ist schon okay. Mario will swim up and forward constantly while holding an item. Stimmt, wissen wir. Using the D-pad to adjust, you will go faster by holding right. Das ist eigentlich eine Mechanik, die wir kennen. Man muss es nur ein bisschen timen. Das ist vor allen Dingen jetzt nicht mehr mit B gedrückt halten. Braucht man gar nicht. Man muss nur Y gedrückt halten. Ja, wahrscheinlich muss man schnell sein. Ich wollte gerade sagen, man kann ja auch einfach so durchschwimmen. Aber wahrscheinlich braucht man den Block am Ende. Wie so häufig bei Kaizo. Fingerspitzengefühl. Fingerspitzengefühl ist gefragt. Das war einer zu viel. Auf geht's. Okay, nein. Hier bleiben wir mal ein bisschen länger. Aber die Musik ist ja auch so schön, ne? Ah, da muss man gar nicht nach unten drücken. Da muss man wirklich schnell durch. Ah, da hätte ich noch einen Sekunde länger bleiben müssen. Sick, der Blitz. Ja, das schaffe ich. Vielen Dank. Das kriegen wir alles hin.
Skarnach. Diese Melodie begleitet einen schon durchs ganze Leben. Ja, das stimmt schon, ne? Das sind so diese paar Videospielmusiken, die man immer wieder hören kann und immer wieder hört und einen direkt zurück in die Vergangenheit nehmen. Don Leon, auch wieder am Start. Hallo. Da war wieder zu gierig vielleicht? Ich weiß noch nicht. Das Timing ist noch nicht so ganz drin. Ah, da war wieder zu früh gedrückt. Brausepulver fragt, ob ich schon mal Dark Souls gespielt habe. Ja. Das ist die kurze Antwort. Die etwas längere Antwort ist, dass ich es zweimal auf Platin geholt habe. Dark Souls 1 ist das beste Spiel aller Zeiten. Bisher. Word. Gut. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich bin auch gerade eigentlich gut im Super Mario World Training. Ich habe am Wochenende ein paar Speedruns gemacht. Recht halbwegs erfolgreich, nach einigen Anläufen. In einer kleinen Rivalität. Ja. Ah, guck mal, da war er schon fast gewesen. Da hätte ich jetzt nur noch Tacken früher runterdrücken müssen. Kaizo Mario ist das Dark Souls des Mario, ne? Oder wie war das? Dark Souls der Mario-Spiele? Ich glaube, das kann man sagen. Ja, Dark Souls ist besser als Mario. Als Einzelspiel gesehen. Als Serie könnte ich mir vorstellen, ist Mario schon noch einen Tacken besser, aber... Section 9 hat bis heute nicht das erste Mario Kaizo Level geschafft. Von welchem Hack denn? Ich meine, das erste Kaizo? Das ist natürlich schon schwierig. Ich kann da diesen Learn to Kaizo echt empfehlen. Das ist alles handelbar. Und jetzt habe ich einfach nur zu hoch geworfen. Ja, da muss man ein bisschen später runtergehen. Nop. Eine Pulsanzeige wäre ganz gut, ja, aber das ist dann wieder so viel Technik hier und... So geht das doch. Und eigentlich bin ich auch ganz entspannt. Ich meine, das ist jetzt nicht so diese langen Dinger, wo man dann irgendwie am Levelsten scheitert und wieder alles neu machen muss. Das sind ja nur diese einzelnen kleinen Level. Insofern bei den Tests später vielleicht besser. Section 9. Ja, Dark Souls ist besser als Mario. Mario ist halt, du hast halt auch nicht dieses eine perfekte Mario. Wenn du natürlich die komplette Serie betrachtest, ist Mario insgesamt natürlich wesentlich vielfältiger und entscheidender für die Geschichte von Videospielen. Aber wenn du das einzelne Spiel betrachtest, ist Dark Souls einfach das beste Spiel. Aber wir sind hier beim Kaizo Mario, insofern lass uns vielleicht nicht so viel über Dark Souls reden. Oh, das sind solche Späßchen. Uiuiui. So geht's nicht. Okay, ein bisschen mehr warten. Okay. Ich frage mich, wie das Timing da ist. Die sind doch alle gleichzeitig oben und gleichzeitig unten. Labern kann er spielen nicht. Na gut. Ich bemühe mich ein bisschen beides dilettantisch hinzukriegen. Der hätte doch eigentlich sitzen müssen. Hier noch eine Sekunde länger warten. Okay. Man muss schon ein bisschen gedrückt halten, aber nicht die ganze Zeit. Nicht all the way. Er ist jetzt ein bisschen tricky. Aber rauskriegbar. Man darf auch nicht komplett gedrückt halten, oder? Naja, mal schauen, warte mal, wenn ich so und dann... Ja, ich muss schon vorher loslassen. Ah. Diese Kante, da muss doch wirklich sein, dass man echt in letzter Sekunde nur springen kann. Ich weiß gar nicht, woher diese ganze ketzerische Talk im Chat kommt, von wegen Mario wäre nicht so toll. Leute, wir sind hier bei Kaizo Mario und er redet immer noch mit mir. Sowas will ich hier nicht lesen. Mario ist super. Ja, ich merke schon, Spike, dass ich Leute rausgeholt habe. So.
Okay. Und da vielleicht doch mit No Jumps weiter? Yoshi ist viel toller als Mario. Na gut. Ah, da wäre fast gewesen. Da wäre fast gewesen. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Hab ein paar Snacks am Start. So. Geht doch. Geht doch. Ganz entspannt. Kaizo Luigi, doch, gibt es quasi auch. Also, wie man es nimmt. Es gibt genügend Kaizos, die auch mit Luigi programmiert sind. Es gibt sogar einen, den habe ich letztens gesehen, mit Wario. Da haben sie extra einen kleinen Super Mario World Wario programmiert. Oh nee, der Fishing Boo ist hart. Das weiß ich. Der wird von allen gehasst. Mir auch. Der Wario-Hack, wie hieß er denn? Garlic. Der war krass. You can spin jump on Fishing Boo. Just keep an eye out for his movement so he doesn't juke you. Mhm. Das war wahrscheinlich ein Juke. Okay. Ist der zielsuchend? Der ist wahrscheinlich zielsuchend, oder? Er geht wahrscheinlich in die Richtung, in der ich auch bin. Hoppa. Hoppa. Ah! Hopp. Knapp. Kann man auch auf der Flamme spinjumpen oder bilde ich mir das nur ein? Anscheinend nicht. Diesen Gegner gibt's doch nicht wirklich. Doch, klar gibt's den Fishing Boo. Bin ziemlich sicher, dass es den gibt. Ja, vor allen Dingen hat er eigentlich ein Item unten dran. Wobei, ist das vielleicht nur Lakitu im Original? Weiß es gar nicht, gerade gar nicht. Also es gibt auf jeden Fall einen angelnden Gegner. Da hatten wir den Beweis, auf der Flamme können wir nicht spinjumpen. Der aber eigentlich ein Item unten dran hat. Ich glaube sogar ein One-Up. Und man muss gucken, dass man das am besten nicht einsammelt. Da war er zur Seite. Weil sobald man das einsammelt, fängt er an, Sachen zu schmeißen. Aber ich muss sagen, so vom Prinzip her finde ich den Fishing Boo gerade wesentlich angenehmer als den Eerie vom letzten Mal. Richmaster hätte mich gern bei Speedrandale mit Kaizo. Dafür müsste ich noch ein bisschen trainieren. Aber wir fangen ja gerade an. Ne? Nachdem jetzt den 11 Exit ich den halbwegs gut kann. Ich glaube, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, bin ich jetzt Platz 376 der Weltrangliste. Es zählt ja auch vielleicht für irgendwas. Kann ich ja jetzt vielleicht mit Kaizo-Training anfangen. Weil ich kann Kaizo ein bisschen, wie man sieht. Ein bisschen. Aber das jetzt noch auf Time. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Bei Speedrandale geht es ja auch um Schnelligkeit, nicht wahr? Warte mal. Ich habe die ganze Zeit X nicht gedrückt. Vielleicht hilft das ja. Sarah hätte das locker gepackt, sagt Don Lern. Bestimmt. Deswegen ist sie auch nicht hier, weil die hätte das ganze Spiel in 10 Minuten durchgespielt. Der Slot geht ja nun mal 1,5 Stunden. Dann hätte man sich ja noch mal was anderes einfallen lassen. Das ist ja dann... Ja, der Fishing Boo ist kompliziert. Aber der ist wenigstens langsam, wenn man auch langsam ist. Der Eerie geht halt so straight durch. Ja, okay. Wenn man X gedrückt hat, geht das schon ein bisschen besser. Alles eine Frage von einem Pixel. Das stimmt. Ein Pixel ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Sarah schlägt Testbots mit verbundenen Augen. Die armen Bots können sich doch nicht wehren. Schon? Jetzt will er wieder nicht mehr. Ich glaube, ich muss da noch mal ein bisschen
Langsamer loslegen. So, ein bisschen Speed rausnehmen. So. Ja, aber wieder zu viel. Begeisterung für Mario nach Ü30 halt. Also ich... Naja. Das würde ja behaupten, jeder Ü30 ist Fan von Mario. Das glaube ich nicht. Ich kenne genügend Leute, Ü30, denen Mario ziemlich kackegal ist. Was ja auch okay ist. Ist ja nur ein Videospiel. Also insofern. So. Ach, er ist ja doch zu weit nach links gehüpft. Gerutscht. Geflogen. Ihr wisst, was ich meine. Bleib mal unter mir. Bleib hier. Ach. Schon. Ah, wieder zu viel. Ganz ruhig bleiben. Ah. Komm schon. Ach, das will doch nicht. Der will nicht. Vielleicht merke ich auch langsam, was die Leute haben, dass der Fisch im Buso kacke wäre. Bleib ganz ruhig. Bleib ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig mit der Flamme. Bleib. Hätte ich vorher nach links nochmal gemisst? Ah. Hollywood, neues Mario-Spiel wäre schon echt cool. Aber vom Prinzip her muss ich dann noch wieder, dann denke ich dann wieder, also erstmal ist natürlich Mario Maker ein sehr guter Ersatz für die Zwischenzeit. Und zum anderen habe ich auch immer noch nicht alle Monde in Odyssey geholt. Und da sind auch noch sehr, sehr gute. Also ist ja auch ein super Spiel. Bleib hier. Der geht nach rechts, wenn ich auch nach rechts gehe. Aber irgendwie in seinem eigenen Tempo. Er hat so seinen eigenen Rhythmus. Ach, auf dem Fischer muss ich spinnen, Krano. Das ist ein guter Tipp. Das hätte man mir vorher sagen müssen. Hättest du das nicht vorher sagen können? Also ich meine, einmal und es war mir halt nicht bewusst. Geht doch. Yama 2 denkt, dass es auch genug junge Leute gibt, die Mario spielen. Da bin ich auch ziemlich sicher. Weil Mario kann man wirklich in allen Altersgruppen spielen. Gibt es ja auch von super leicht bis Kaizo. Okay, das hier sieht jetzt verhältnismäßig einfach aus. Verhältnismäßig. Muss man die Monde einsammeln etwa? Warten, willst du mir das damit sagen? Monde sind doch nur 3 extra Leben, die brauche ich doch nicht. Man darf hier nicht full jumpen, man muss aber so halb jumpen. Ha. Kaizo Marios auf dem SNES Classic Mini sind theoretisch möglich, aber nicht wirklich legal. So habe ich es verstanden. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass der Emulator vom SNES Classic Mini gar nicht so geil ist. Also der funktioniert natürlich super für die Spiele, die drauf sind, aber... Und jetzt nur nicht verkacken. Ich sollte da nochmal spinnen. Das Ding ist ja, bei den meisten Kaizo-Dingern ist es ja wirklich sinnvoll, nicht zu warten. Sobald man wartet, hat man quasi die Chance vertan. Das Ding ist schon ganz gut, dass man hier noch ein bisschen
Zeit lassen kann. Läuft. Wie kann man dabei so ruhig bleiben? Ich weiß auch nicht. Also, es nutzt ja auch nichts. Wie Chris schon schreibt, Konzentration. Da muss man einfach nur dranbleiben. Das Prinzip ist ja klar. Das ist ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man erstmal versteht, was man machen muss. Dass man nicht einfach nur mit dem Kopf gegen die Wand läuft und hofft, dass irgendwas passiert. So wie das Dupen beim letzten Mal, dieses Duping, das habe ich nicht gecheckt. Das war ein bisschen doof. Aber von dem Prinzip her, also hier übers Beinis hüpfen und den Dingern ausweichen, ja klar. Weiß man Bescheid. Jumping or falling enemies is a common use in Kaizo Hex. Stimmt. I use Rhino Dinos for this one because their hitbox is bigger. Okay, man muss einfach oben drauf hüpfen. Alles klar. Einfach. Echt höher. Hm, noch einen Tacken warten. Der war doch gut. Welcher Hack das ist? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das ist Learn to Kaizo. Learn to Kaizo. Ja. Ah, der hätte sich aber beeilen können. Ah, einen Tag zu spät. Das war zu früh. Das war gar nichts. Das war doch schon eher was. Das Ding ist bei den meisten, wie ich schon gesagt habe, am besten gar nicht stehen bleiben. Man muss es halt verstehen, ne? Aber das erleichtert viele Timing-Sachen. So dieses, wann muss ich genau loslaufen, um dem zu erwischen, erübrigt sich, wenn es halt so in einem Flow passieren muss. Schon von sehr vielen gehört, ne? Ein gutes Kaizo ist ja quasi ein Autoscroller. Rich Master One, ich habe Baby Kaizo noch nicht gespielt. Ich habe es aber vorbereitet, falls wir hier gut durchkommen oder ich irgendwo komplett stuck bin. Können wir auch damit weitermachen. Also ich habe es auf dem Zettel. Komm. Ah, da wäre er fast. Hüpfen, wenn er runterfällt, ist viel zu spät, Xaxax. Das, man muss da schon früher. Das Ding ist, man muss, na gut, nicht lederlings runterrennen. Das Ding ist, wenn man den Sprungknopf gedrückt hält, fällt man langsamer, als wenn man ihn loslässt. Das ist das Geheimnis. Du musst hochspringen und entsprechend in der richtigen Sekunde loslassen, damit du schnell runterfliegst, aber bevor du ihn triffst, wieder halten, damit du vernünftig davon abspringst. Verstehst du? Sicherlich. Ah, hatte ich ihn doch gesehen. Die Grand Pool World Hacks habe ich noch bisher noch nicht gespielt. Nein, das ist, das ist noch etwas über meinem Niveau. Behaupte ich mal. Aber wenn ich jetzt hier mal mit Kaizo, mit den Learn-Dingern durch bin, ich weiß noch nicht, welche gute Einstiegshand. Ich habe auch Super Dram World, habe ich gehört, soll ganz gut sein. Aber ja, ob ich Grand Pool World 1 und 2 noch durchkriege, bevor Grand Pool World 3 kommt, die Chancen stehen gering. Aber mal schauen. Ah. Damn it. Trigger Hippie hat's erfasst. Wenn ich noch nicht mehr über den Dino komme, wie soll ich dann Grand Pool World spielen? Ah, der hätte aber, der hätte klappen können. Das aber, warum hat der dich jetzt so lange auf sich warten lassen? Warum? Jetzt ist er, das ist ja auch. Genau, Baby Kaizo soll für Einsteiger ganz gut sein, genau. Learn to Kaizo, Kaizo Kindergarten. Es gibt schon genug Auswahl an Lerndingern. Ich glaube, da muss ich den Sprungknopf einfach länger gedrückt halten beim ersten, damit ich den langsamer treffe. Hm. I wanna be the Boshi. Ja, nee, das ist, come on. Ja, wäre... Ach, der natürlich. Ich kann natürlich zweimal auf dem
den großen. Stimmt, danke, die Claudine. Daran habe ich nicht gedacht. Ich könnte natürlich zweimal auf den ersten, also den zweiten. Den ersten, zweiten, zweiten, ersten. Trigger Hippie, keine Sorge. Ich nehme gar nichts ernst, was im Chat steht. Ich muss mich auf den Kaizo-Hack konzentrieren. Ich kann gar nicht zu krass drüber nachdenken, was ihr da schreibt. Aber solange ihr nicht genervt werdet von diesem stetigen Bulb und diese wunderschöne Musik untermalt, kriegen wir das doch alle gemeinsam hin. Ja, siehst du, da habe ich dann wieder zu lang gewartet. Gut. Wollen wir mal konzentrieren? Ich versuch's mal. Da wäre fast gewesen. Der war gar nichts. Das war kurz gesprungen. Eine Fehleranalyse ist immer sehr wichtig. Dass man weiß, woran es scheitert. Den habe ich zu früh erwischt. Aber den hätte ich auch nicht später erwischen können, insofern. Ich glaube, es gibt aber auch einfach immer ein paar Tricks, die einem besser liegen und ein paar, die einem nicht so gut liegen. Da habe ich wieder zu lange gebraucht. Jetzt ab. Okay, okay. Ruhig bleiben. Ja, mit dem ersten ist es wirklich zu schwer. Da muss man wirklich zweimal auf den kleinen dann nochmal drauf springen. Aber es muss schnell gehen. Das heißt wirklich, man muss gar nicht drücken. So, nämlich. Da war das Geheimnis. Wenn man auf den kleinen nochmal drauf hüpft, gar nichts drücken und dann direkt wieder greifen. Diese Regrabs von den Sprungknöpfen, das sind immer noch die richtig tricky Dinger. Siri, du kannst mir stundenlang zugucken, wie ich die Grube falle. Das ist gut, denn es wird wahrscheinlich noch eine Stunde lang passieren. Sind wir mal ehrlich. Aber vielen Dank, Chat. Oh, die Pinguine. Die Pinguine. Delfine. Never press a message box with layer 3 tights on a level. Never press a message box with layer 3 tights on a level. Ah. Ah. Guck mal. Das Wasser verschwunden. Krass. Das ist gut zu wissen. Okay, man darf auch nicht drauf stehen bleiben, oder? So hoch wieder hüpft. Ja. Da muss man schon in einem durch. Ah, das wollte ich nicht. Das Lustige ist, ich habe gestern ja nochmal versucht, ein paar alte Level zu spielen. Delfine sind keine Freunde? Doch, guck mal, die halten mich von dem Mann schon fern. Ich weiß gar nicht, was du hast. Aber ich weiß noch nicht genau. Ah, das ist aber tricky. Wenn man den Sprung machen soll, weiß ich noch nicht genau. Wo war ich gerade bei? Achso, ja, man kann ja mit den Schultertasten das Level restarten. Das Schöne ist, wo man sich ja auch darauf vorbereiten muss bei gewissen Hacks. Ah, das könnte klappen. Zeig's euch gleich. Und das geht bei dem Level bestimmt auch sehr gut. Muss ich später hüpfen mit dem. Achso, jetzt ich. Erst früher hüpfen, dann nochmal später hüpfen. Ach, guck mal, auf den kann man doch stehen bleiben. Na gut. Ich mich gar nicht so beeilen, aber hilft trotzdem. Delfine, die Aufzüge des Todes. True.
Das ist wieder aber zu spät. Irgendwo dazwischen? So wahrscheinlich. Wenn man durchs Ziel geht, kann man auch neu starten. Dann läuft man da vorne rum. Und fällt in den Tod. Ah, und diesmal läuft man über die Manscher. Das ist auch okay. Lustig wird's, wenn er dabei in den Tod stürzt. Weil dann landet er wieder vorne und dann glitscht das Spiel so ein bisschen raus. Und dann hast du so ein paar bunte Farben und irgendwie versucht das dann dreimal in Folge und dann, naja gut. GG, Delfine sind Quatsch. Quatschlebewesen? Bitte! Jetzt geht's ja, also erst geht der Chat gegen Dark Souls, dann geht der Chat gegen Mario und jetzt gegen Delfine. Irgendwo ist auch genug, Leute. Vorsicht. Wall running is fun, habe ich mir sagen lassen. You can spin jump off the wall while wall running, which might come in handy at some point. Okay. Mhm. Wahrscheinlich an diesem Punkt direkt. Pinguine sind die besseren Delfine. Okay. Nicht der ganze Chat, Maralea. Nein, habe ich schon gesehen. So, man muss wahrscheinlich hier so. Und dann davon Spin Jump runter. Aber erstmal muss man den ersten Sprung schaffen. Ja. Den Sprung kann man nämlich nicht schaffen, deswegen man muss da hinten. Ich würde ja behaupten, das ist fast cheesable, wenn man einfach auf dem Ding stehen bleibt und hier runter hüpft. Braucht man gar nicht Wallrun. Aber wir wollen es ja mal richtig versuchen, ne? Ich hab den Spin Jump gedrückt, aber. Nicht Pause machen. Komm schon. Na, okay, da wäre es, das wäre quasi gewesen. Ich glaube, da muss ich die Klaue wieder an den Start kriegen, weil ich habe jetzt, ich versuche mir langsam das Umgreifen anzugewöhnen. Also mit standardmäßig, ich habe das mir letztes Mal auch schon erklärt, ihr kennt das schon. Mit Y laufen und mit B springen, klar. Aber der Spin-Jump ist halt auf A. Das heißt, wenn ich alles gleichzeitig brauche, brauche ich drei Finger auf dem Pad, was nicht so einfach ist. Deswegen habe ich mir langsam angewöhnt, mit X auch zu laufen, dass ich dann, wenn ich einen Spin-Jump brauche, einfach mit X laufe, weil das geht. Springen, wenn er auf dem Rückweg ist? Ich kann ja nicht auf dem Rückweg sein, weil wenn ich einfach weiterlaufe, ich in den Manscher reinlaufe. Das funktioniert nicht. Und der Spiny läuft in das Ding rein. Wenn du das meinst. Den muss ich auch direkt. Wenn es einfach nur darum geht, es zu schaffen, ich könnte einfach da stehen bleiben. Das haben wir ja gerade schon gezeigt. Aber ich möchte ja gerne aus dem Lauf. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber die Klaue. Weil so fürs Umgreifen habe ich hier gerade keine Zeit. Deswegen muss das irgendwie dann doch wieder mit dem leicht abgewinkelten Zeigefinger passieren. Von X schnell genug auf A? Nee, das ist ja mal, aber wenn du den Daumenspitze auf X hast, dann kannst du mit dem Rest des Daumens A drücken. Wenn du aber den Daumenspitze auf Y hast, um mit dem Rest des Daumens auf B zu drücken, dann kommt der Daumen nicht schnell genug rüber auf A. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. 42, genau. So sollte das eigentlich aussehen. Und sonst so, Oliver, ach, sonst so eigentlich alles ganz gut. Läuft, die Sonne kommt langsam raus, ne? Es wird Sommer, es wird wärmer, das Wetter schön. Ich krieg langsam Atemnot. Vom Ganzen in der Wohnung sitzen ist die Luft so trocken und die Pollen fliegen rum. Insofern habe ich die ganze Zeit Angst, ich hätte Corona, aber eigentlich habe ich nur Heuschnupfen. Die Haltung keine Schäden verursacht, richtig. Frau Holle versteht nur Bahnhof. Keine Sorge, ich kann das nochmal ausführlich erklären in meinem Podcast Kaizo Mario für Anfänger. Nein. Ja. Wir wollen jetzt aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich will jetzt nicht alle Leute vergraulen. Da hätte ich einen Spin-Jump machen müssen, aber okay. Ja, Test 4, Leute. Jetzt, dass alles, was wir gerade gelernt haben, zusammenhängt. Da fand ich, glaube ich, Test 3 schon schwieriger. Also von den, wenn es wirklich darum geht, die Aufgaben, die man vorher gelernt hat, nachzuholen. Mal ganz abgesehen vom Duping. Ich hab doch losgelassen.
muss man echt so ein bisschen... Knapp. Mit ein bisschen Anlauf. Ah, da war schon der Checkpoint. Guck mal, das ist definitiv machbar. Super. Das Lustige ist ja die ganzen Geräusche, die man dann immer vor sich gibt bei so einem Hack, ne? Dieses. Also ich zumindest. Dafür schreie ich halt nicht. Hashtag machbar, genau. Komm. Test 4 möchte ich gern vor der Werbung noch schaffen. Das ist Hashtag machbar. Die Schnapppflanze heißt Mancha. Ja, aber die Deutsche im Deutschen heißen ja nicht Mancha. Und den deutschen Namen weiß ich gar nicht. Müssen wir mal nachschauen. Gibt es einen deutschen Namen für die Mancha? Also gibt es bestimmt, aber... Das war zu lange gewartet. Damit. Mit diesem leicht nachkorrigieren auf, wenn man so ohne Springen auf so einem Beini spinnt, da habe ich immer Probleme. Weil wenn man da so ein bisschen nachkorrigiert, fällt man halt runter. Schwarze dumme Schnapppflanze, schreibt Xaxex. Ja, so heißt sie. Das ist wahrscheinlich der offizielle Name. Würde mich nicht wundern. Nein, aber ich meine, Super Mario World ist so aus der Zeit, wo noch es zu allem eine Übersetzung gab. Und die Mancha gab es ja auch schon damals. Also insofern. Ich habe es ja schon geschafft, insofern. Kriegen wir das auch nochmal hin? So. Ich habe ihn noch erwischt. Ah, das war zu früh. Super Mario World wird nie übersetzt. Nee, das stimmt schon. Es gab jetzt keinen deutschen Text. Aber es gab doch bestimmt eine deutsche Anleitung, wo die Namen auch alle drin standen. Die werden ja nicht die englische Anleitung in den Super Nintendos drin gehabt haben. Und da, also wenn die Namen alle im Abspann stehen. Weißt du, diese damals, als es noch bei Videospielen Booklets gab, wo dann so Sachen drin stehen, dass Birdo halb männlich, halb weiblich ist, oder wie war das? Mal männlich, halb weiblich? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber solche Kuriositäten standen halt damals in den Booklets drin. Und da gibt's doch bestimmt irgendwo Aufzeichnungen, wie dieses Ding hat. Mini-Piranha. Piranha-Pflanze? Oh, gar nicht so viel. Mampfer finde ich klingt gut. Mitochondriensalat, das ist aber auch ein komischer Nickname. Mampfer klingt sehr Nintendo und nah an Mancha. Ich hab's im Ruin. Sag ich doch. So. Mitochondrien-Salat, das sollte keine Kritik an deinem Nicknamen sein, der ist nur schwierig auszusprechen. Wenn man ihn mal eben so über den Screen flattern sieht. Boah, der war knapp. Elias hat gesagt, keiner kann ihn in Super Mario schlagen. Ich werde ihm mal eine Einladung schicken. Dann schauen wir mal. Er fehlt ja eigentlich noch im Bunde. Ah.
gut, so ganz mit Test 4 vor der Werbung wird das wohl nichts mehr, aber vielleicht schaffen wir es noch bis zum nächsten Checkpoint, wenn es denn einen gibt. Dem nachkorrigieren, ne? Ich sag's euch. Ja. Was ich mich jetzt frage, aber ich habe Angst, das auszuprobieren, wenn ich das Level jetzt neu starte, starte ich am Checkpoint oder ganz vorne? Nee, ich starte am Checkpoint. Gott sei Dank. Hat er noch gesagt, ich habe Angst, das auszuprobieren und dann drückt er einfach auf die beiden Schulterkasten. Ha! Hm. Ah, mit diesen beiden Kugeln. Aber ich finde das mit den beiden Kugeln hier einfacher als in dem Level vorher. Muss ich sagen. Vielleicht kommt es ja auch nur so vor. So. Einmal. Einmal. Okay. Gut. Das wird nichts mehr. Vor der Werbung. Wir machen jetzt einmal kurze Pause. Schön ein bisschen entspannen. Ich komme wieder ein bisschen runter von dem ganzen Stress. Ich bin schon völlig außer mir. Ruhepuls 180, wie ihr seht. Aber dann kriegen wir Test 4 sicherlich gemeinsam hin. Nach der Werbung. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Kurze Pause, kurz verschnauft, einmal durchgeatmet und wir springen direkt wieder rein. Test 4 bei Learn to Kaizo. Aber nicht ohne euch weitergemacht. Das heißt, ich habe jetzt wieder alles verlernt, was ich vor der Bewerbung noch drauf hatte. Insofern müssen wir jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich habe gerade im Chat gelesen, ist so eine halbe Diskussion darüber, ob man Sadomasochist sein muss, um Kaizo zu spielen. Naja, ich weiß nicht. Ich würde das so nicht unterschreiben. Weil das würde ja bedeuten, dass ich mich so fühle, als würde ich leiden. Oder? Weil man genießt ja dann das Leiden. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, als würde ich hier krass drunter leiden. If you know what I mean. Vielleicht ist das auch, verstehe ich da das Wort falsch. So. Dominist? Das ist ein Wort, was ich noch nie gehört habe. Aha. Der Chat ist etwas Sado. Naja, gut. Ja, die schauen ja auch dabei zu, ne? Das heißt, die ergötzen sich am Leid anderer. Ja, insofern, wobei, das ist ja jetzt auch wieder nicht, weil ich leide, gar nicht leide. Haben wir ja gerade etabliert, insofern ist der Chat auch nicht da. Also insofern, weil ich innerlich tot bin. Das könnte sein. Die Gefahr besteht immer. Da ist manchmal gefährlich. Also das war jetzt nicht mal, das war nicht mein Fehler. Das ist nur, weil die Kugel so schnell hochkam. Ich habe einfach nur den Sprungknopf gedrückt und dann... Na, da wollte ich nochmal sicher gehen. Das Beste an Kaizo sind die Kaizo-Blocks. Würde ich fast so bestätigen. Einer muss immer drin sein. Ohne einen richtigen Troll ist ein Kaizo-Level kein Kaizo-Level, ne? Aber wenn jetzt hier einer wäre, würde ich schon mich ärgern. Ja, na ja, gut, okay. Jetzt aber. Ich muss mich ja ein bisschen beeilen, weil die Dinger ja verschwinden. Da muss man ja schon schnell sein. Das heißt, ich muss erst nach links runter und dann eigentlich nur nach rechts durchziehen. Cool, so viel die Theorie. So nicht. Wieder zu gezögert. Ja, dieses kleine Korrigieren. Man muss halt echt wirklich direkt richtig anfangen. Sonst wird das nichts. Überzeugter Kaizochist. Das finde ich gut. Vor allem, weil es sich so schwer aussprechen lässt. Schreibe ich mir in mein Profil.
Weil die Leute dann wahrscheinlich denken, dass ich Kaizo könnte. Und das kann ich noch nicht so ganz. Komm, jetzt hüpf doch raus. Das war knapp. Läuft doch. Alles drin. Und den Sprung haben wir auch noch drauf. Siehste, alles machbar. Test 4 down. Wie wir sehen, die Wassersektion hat mich gar nicht so lange aufgehalten, Gott sei Dank. Schön. Schön. Es geht also noch weiter. Weiß hier, ja, zufällig jemand, kann mal jemand googeln, wie viele Level eigentlich das hat. Nicht, dass ich wüsste, wie viele es eigentlich sind. Oder ich bis jetzt gemacht hätte. The football come at regular intervals. After the first, so it's best to jump. To time your jump after the first football. Okay, das war der erste. 21, 22, 21, 22. Okay. 21, 22. Das war daneben. Wieder zu früh. 21, 22, Kick. 21, 22, Kick. 21, 22. Ich warte noch eine Sekunde. 21, 22. 21, 22. 21, 22. Jetzt habe ich wieder zu lang gewartet. Ja, das war ganz daneben. Doc Brown is back, schreibt jetzt. Na, das war knapp daneben. Ja, ich muss schon auf den ersten warten, na, stimmt schon. Ja, wäre gewesen. Hätte ich loslassen müssen. Ich brauche gar keinen Spin-Jump. Das ist gut zu wissen. Wenn man es nicht mit Spin-Jump macht, geht es auch ganz einfach. Orb. Schön. Oh, den Double Shell Jump. Den habe ich sogar hier schon mal gemacht, weil ich den in einem Mario Maker Level gelernt habe. Der ist, lesen wir trotzdem mal durch, was zu sagen ist. You need to throw the first shell up and quickly grab the other shell and do a normal fell jump first, ja. Also in Mario Maker kriege ich den halbwegs gut hin. Halbwegs. Also, ich sag mal, in 5 Minuten versuchen. Aber wir wissen ja, dass die Steuerung bei Mario Maker schon ein bisschen anders ist als bei Super Mario World. Vor allen Dingen nicht ganz so detailliert. Ausgefeilt ist, glaube ich, das richtige Wort, was man da vernehmen kann. Daneben. Zweiten nicht auch noch umkicken. Das Schöne ist, auch nach 1000 Jahren, die man diese Musik jetzt schon gehört hat, wird sie echt nicht alt. Ich glaube, da ist viel vom Erfolg von Mario versteckt. Stell dir mal vor, die Musik würde einem auf den Sack gehen. Dann würde das ja keine Sau spielen. Und wie man halt immer noch kleine Details findet. Achso, erst hochkicken, erst hochkicken. Mario, jetzt spoiler doch nicht. Okay, der Shelljump, Double Shelljump kommt nach dem Test. Hätte ich jetzt aber auch denken können. Das ist so ein nerviges Ding, den Leute gerne mögen. Ich hatte schon gewundert, dass der Springjump gerade als letztes war, weil der ist ja, weißt du, den kannst du ja auch 1000 Mal versuchen. Im Gegensatz zum Double Shelljump, der ist ja schon ein bisschen trickier. Den nochmal zu versuchen vor allen Dingen. Da wäre er fast gewesen. Das Lustige bei der Musik ist vor allen Dingen, dass wenn man mal ein bisschen drauf achtet, dann immer noch so ein paar Kleinigkeiten entdeckt, die man vorher nie entdeckt hat. So eine versteckte kleine Bassline oder so. Da sind tolle Sachen versteckt. Das sind einfach super Musiken.
Den roten als erstes werfen? Hm. Vielleicht. Daran wird es bestimmt liegen. Komm, probieren wir es aus. Ja, guck mal, es ist schon mal schwieriger vom Timing her. Nee, nee. Der blaue fliegt einfach höher. Das wissen wir. Blaue Panzer sind tendenziell gemacht zum Fliegen. Die sind dafür erfunden worden. Das muss sein. Der Trick beim Double Shell Jump ist es, ihn richtig auszuführen. Soul Flag 1, vielen Dank. Das ist richtig. Das würde ich so unterschreiben. Ich kick den zweiten zu früh. Ich muss mir Zeit lassen. Oder so. Hollywood schreibt unmöglich. Nein, es ist nicht unmöglich. Das versichere ich dir. Ist definitiv machbar. Blaue Panzer zerstören Freundschaft. Das ist übrigens auch einer der Punkte, warum ich mich immer gesträubt habe, ihn blauer Panzer zu nennen. Also eigentlich war es für mich immer der Stachelpanzer. Ich weiß mittlerweile so, man hat oft genug drüber geschrieben, drüber gelesen. Das ist schon der blaue Panzer, klar, aber für mich war es immer der Stachelpanzer. Jetzt. Das Timing ist gar nicht so. Nicht so, also klar ist Timing wichtig, Dafki. Es ist eigentlich wichtiger, den Shelljump hinzukriegen. Also es ist viel wesentlich wichtiger, an der richtigen Stelle loszulassen, statt zu springen. Wann ich den zweiten Panzer wieder fange, ob das jetzt Millisekunde ist, bevor ich den, nachdem ich den ersten losgelassen habe oder nicht, das ist nicht mehr so wichtig. Der Abstand zur Wand ist für mich viel wichtiger als das Sprungtiming. Aber da struggle ich immer so ein bisschen, den richtigen Pixel zu treffen. Den hätte ich fast gewesen, da war ich wahrscheinlich ein bisschen zu nah an der Wand. Shelljumps sind super machbar, Chris. Das geht ganz schnell. Hier hat man echt schnell drin. Und den Double Shell Jump, wie man sieht, durchaus machbar. Zwei Shelljumps nacheinander, passt schon. Da gab es gerade schon mindestens drei Level, an denen ich länger gehangen habe als an dem. Das habe ich aber auch bei, wie gesagt, bei Mario Maker 2 auch ein paar Mal rumprobiert. Vielen Dank, Chat. Janked up Sumo Bros. Okay. Janky? Was machen die denn? Sumo Bros have really weird movement going off ledges. Try to spin jump on him once he's falling down. Sumo Bros sind ja echt so. Okay, damit habe ich echt nicht gerechnet. Was ist das denn für ein. Springt darüber. Hier schießt der richtig runter, als wäre ein Panzer. Wop, wop. Wop, wop. Ich glaube, wenn er anfängt loszugehen, der wollte sterben. Ja. Ich meine, der läuft direkt in den Abgrund rein. Er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Dass die auch nie ein Comeback gefunden haben, ne? Diese Sumo-Dinger, dass die sich nicht weiterentwickelt haben, gibt es ja auch nur bei Super Mario World. Ja, das war ganz daneben. Ah, war ich zu spät. So. Einmal getroffen geht das schon. Da muss man sich nur ein bisschen dran gewöhnen. Das wird echt, das im Flow zu antizipieren, wo der lang fliegt, das ist, glaube ich, tricky. Bonus-Game? Okay, ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich habe im falschen Moment die Schultertasten gerückt. Hm. Cool. Seid live dabei. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Auch nicht schlecht. Gut, ich glaube, ich muss einmal resetten. Muss ich mal aufpassen. Ich hoffe bloß, dass ich nicht, dass ich jetzt meinen Progress nicht lösche. Sonst muss ich das leider nochmal machen. Ich habe Gott sei Dank gerade in Test 4 einmal abgespeichert. Schauen wir mal, ob ich das gesaved kriege. Sonst müssen wir Test 4 gleich nochmal machen. Alles nach der Werbung. Nee, er hat's gesaved. Alles gut. Müssen wir nur noch einmal auf den Sumo-Ball, auf ihn hier springen.
Und ich verspreche keine weiteren Experimente. Aber es ist halt nun mal nur ein Hack, ne? Da kann sowas schon mal passieren. So. Wo waren wir gerade bei? Sumo Brothers, die sterben wollen, im Flow schwierig sind zu treffen. Zumindest das letzte, woran ich mich erinnere. Aber das ist eine Aussage. Insofern weiß ich nicht, wo wir danach hingekommen sind. Stimmt, Start und Select. Ich hätte aus dem Level rausgehen können. Naja, gut, hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet. Das Bonuslevel hätte ich schaffen können. Ja, stimmt. Gut, Underwater Fishing. Oh Gott. Fishing Boo Underwater. Da muss man doch jetzt einfach nur ausweichen, wa? Hehe, nur, sagt er. Das mit dem Schwimmen habe ich gerade erst wieder gelernt. Für den Speedrun. Weil ich im Unterwasserlevel echt am meisten Probleme hatte. Deswegen ist das hier doch echt alles. Ah, ausgetrickst. Ah, verdammt. Ah, schwimmen geht. Schwimmen geht. Schwimmen ist das Schlimmste bei Mario. Habe ich auch immer gedacht, Longstar. Aber wenn man einmal die Steuerung raus hat, ist das gar nicht mehr so schlimm. Hätte ich das meinem 12-jährigen Ich sagen können? Pass auf, wenn du beim Schwimmen nach unten gedrückt hältst, gehst du gar nicht hoch, sondern kannst schön auf einer Linie schwimmen. Das sind so Dinge. Die lernt man dann. Ich hab nicht aufge... Das hätte wahrscheinlich sogar getroffen. Das war so nicht das Problem. Nach unten drücken und schwimmen, Marion. Ganz genau. Ah. 2D ist es okay, bei 3D deutlich nerviger. Gut, da würde ich sogar drauf, das würde ich bestätigen. 3D ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Oh Gott, Slipping. Ach nee, weil es ein Eislevel ist, sind die Maulwürfe auch slippery. Kommt er nochmal zurück, oder? Ich glaube, er hat es aufgegeben. Boah, die sind okay. Uiuiui. Uiuiui. Die haben sich ihre... Ah. Da hätte ich springen müssen. Was? Das war jetzt aber Janky. Janky Hackmate. Der, inzwischen Sonnenbrille und Schnauze, glaube ich, gefallen. Hm. So ein Maul hat Termine, der kann nicht ewig warten. Aber er ist in der Höhle und trägt Sonnenbrillen. Also so viele Termine kann er, glaube ich, nicht haben. Ah, zu weit links. Da hatte ich in der letzten Diskussion drüber. Eislevel. Wer mag Eislevel? Und dann hat sich rausgestellt, es gibt wirklich Leute... Da bin ich schon wieder. Das gibt's ja nicht. Wirklich Leute, die Eisphysics mögen. Eisphysics gehören für mich in fast dasselbe Kategorie wie Wasserlevel. Wenn sie gut sind, sind sie richtig, sind sie auch cool, aber es ist nie so, dass ich sage, oh geil, endlich ein Eislevel. Eislevel größer Wasserlevel. Hm, jetzt ist die Frage, was ist größer? Größer besser oder größer frustiger? Hm. Ja, das mit dem Rutschen, ich meine gerade Mario hat halt schon sein Momentum, sowieso. Ist schon wieder runtergerutscht. Und dann noch mit Eis dabei. Reißlevel sind besser, das stimmt. Sind die, wo man den Controller immer rumreißt, ne? Danke. Ich bin noch die ganze Woche hier. Stimmt nicht. Ich bin noch eine halbe Stunde hier. Knappe. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ich habe mir mal sagen lassen, dass man in ROM-Hacks blaue Münzen eigentlich für Spin-Jumps stehen. Aber das gilt anscheinend nicht für alle. Hör's aber! So, geht doch. Ja, er möchte abhauen. Das stimmt schon. Scheint so zu sein, als würde mir gar nicht helfen wollen. Die Slippery Moles. The Go Around. Bin mal gespannt, wo wir da rumgehen. Geisterhäuserinsel. Aha. You are able to climb on a vine while holding an item. Just throw the item up and grab it while you're on the vine. Das habe ich schon mal gehört. Den weichen wir erstmal einfach aus. Ich nehme an, den brauchen wir nicht. Wenn man da nicht mal drauf spinnen kann. Oder kann man da drauf spinnen? Aber man kann drauf spinnen. Ah, oh, boah, okay. Jetzt wird's hier aber... Kommt das nur mir so vor oder ist das hier schon ein dezent anderes Skill-Level, was hier verlangt wird? Da muss man ja so dann das Ding nehmen. Also Spin-Jump hier drauf, um da drauf zu kommen. Dann den nehmen, hochwerfen und mit dem Spin-Jump darüber, um da drauf zu kommen. Weil sonst kann man ja nicht... Mit dem Ding in der Hand kann ich keinen Spin-Jump machen. Das Ding muss nicht mit runter? Aber ich muss doch mit dem, wenn ich mit dem Kopf dagegen knalle... Das Ding muss nicht... Versuch mal ohne. Muss ich nur noch die Lücke wieder treffen, dann geht das auch. So, wie war das? So, dann hier runter und dann wahrscheinlich zweimal dann da drauf. War auch tricky. Fair enough. Fair enough. Jetzt habe ich das wieder gemacht, ne? Ja, das haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Aber dafür scheint das ja nicht ganz so kompliziert zu sein, wie ich es erst dachte. Siehst du, das hatte ich nämlich vorher erst gedacht, dass man... Wie soll man denn beides machen, aber... Ich habe ja schon bewiesen, dass es geht. Dass sie das hier in Mario Maker 2 nicht eingefügt haben, zeigt, wie wenig Bock die eigentlich auf Kaizo-Hacks haben bei Nintendo. Weil das ist so ein wichtiger Bestandteil von so vielen Hacks. Kannst du einfach nicht nachmachen bei Mario Maker. Münzen in einem rüberspringen. Ja, aber das ist dann wieder zu tricky. Ich mach's lieber so. Geht doch. Wenn das Cheese ist, tut's mir leid. Falling Spikes. Ah, okay. Same as for the mid-air thwomp. Try to trigger the spike and jump off in the mid-air. Ja. Da muss man aber, weil der so lange braucht, da muss man ja wirklich nochmal zurück. Da wäre fast gewesen. Ja. Da wäre er noch faster gewesen. Ich könnte sagen, ich habe dieses Level gefastet. Entschuldigung. Ja. Sehr gut. Keinen Bock auf Kaizos hätten, dann würden sie sowas einbauen, um die Leute von Kaizos wegzuholen und zu Mario Maker zu holen. Auch eine valide Theorie. Oh, von denen habe ich viel gelesen. These platforms fall really fast, so you need to act react quickly. Das war zu früh. Aber das ist einfach nur Plattforming. Das ist ein bisschen Timing und im richtigen Moment springen. Das gefällt mir. Schwierig sind die Level, wo man dann wirklich in dem Frame, wo man die Plattform trifft, quasi wieder abspringen muss, weil sonst zu spät ist. So, Test 5. Los geht's.
alles nochmal zusammen. 21, 22. Erster Sprung geschafft. Sind die jetzt immer noch glitschig oder? Nee. Okay. Ich hab den zweiten nicht kommen sehen. Ah. 21, 22. Läuft. Da muss man ein bisschen Anlauf nehmen auf der Glatze vom Maulwurf. Sonst kann man den Sprung nicht schaffen. So. Ah! Das war zu früh. Ja, so. Okay. Hüpfen, rüber, runter. Läuft. Hüpfen, rüber. Läuft. Falscher Knopf. Ich habe mich schon gewundert, wo soll ich denn da hinhüpfen? Aber man muss ja manchmal einfach auch Blind Jumps vertrauen. Ich habe auf Humor gewürfelt und einen schlechten Gag gelandet. Ja gut, das war zu erwarten. Doch wieder mit Zählen. 21, 22, 21, 22. Mit Zählen geht's dann doch einfacher. Ach komm. Uah. Ins Gesicht. Ins dein Gesicht vom Maulwurf. Ich muss aber auch sagen, ich mochte die Maulwürfe immer. Gerade die Großen mit ihren Sonnenbrillen. Die sind so gechillt. Kann nichts aus der Ruhe bringen. Muss ich ein bisschen später. Zu spät. Ah, okay. Muss man echt ein bisschen später drauf. Man darf jetzt auch nicht zu klein hüpfen, weil es ja dann noch ein Stückchen nach rechts weitergeht. Da muss man echt recht spät erwischen mit einem ziemlich großen Spin-Jump. Habe ich das Gefühl. Aber danach müsste ja schon der Checkpoint kommen. Aber da ist der Checkpoint. Alles machbar. Das war ein bisschen... Freut man sich auf den Shelljump am Ende. Ja, das stimmt. Ich meine, diese Tests sind ja das Erste, was so wenigstens halbwegs in Richtung wirklich Kaizo-Level geht, ne? Wenn du wirklich ein paar Tricks nacheinander schaffen musst. Ah. Wo man dann beim ersten immer besser wird und den auf Anhieb schafft, was dann nachher irgendwann nur noch Zeit kostet. Siehst du, wenn man den zu früh erwischt, dann geht nicht. Upa, okay. Upa, upa. Alle, up. Da hätte ich, ja gut.
bisschen später. Ich glaube, mit einem halben Jump dann darüber noch könnte auch wieder ein bisschen zu knapp werden. Da muss man schon einen vernünftigen Sprung treffen. Regrab ist der Schlüssel. Ja, ganz genau. Regrabs. Die habe ich noch nicht so ganz raus. wenn man Mario World Speedrun möchte, ob es da Unterschiede gibt zwischen Original, SNES und Emulator? Ja, es gibt Unterschiede. Theoretisch. Zurzeit weiß ich aber nicht, ob ein großer Unterschied gemacht wird. Also man kann es auf speedrun.com angeben, womit man es gemacht hat. Also es wird schon erfasst. Man muss es schon mit angeben. Es sind auch nicht alle Emulatoren erlaubt. Man muss schon vorher ein bisschen recherchieren. Aber tendenziell ist alles erlaubt. Solange du es spielen kannst und Videobeweis davon hast. Damit man es auch nachtimen kann. In den höheren, also wenn du wirklich in die höheren Platzierungen kommst, dann wird natürlich auch nochmal gerne eine Handcam oder eine Input-Display wichtiger, dass man zeigen kann, welche Knöpfe man wann gedrückt hat. Und solche Späßchen. Aber ich sag mal, auf dem Niveau, auf dem ich mich bis jetzt noch bewege, reicht es einfach, einen Videobeweis davon zu haben. Ein Video mit einem Timer, der dabei läuft. Und dann ist egal, ob Emulator oder Original-Hardware. Ah, hätte ich loslassen müssen. Das schaffen wir aber noch, das schaffen wir noch. Sagte er und sprang daneben. Das war ungeduldig. Na komm. Math Damon ist gegen den Videobeweis. Na, es kommt aber ganz auf die Sportart an, ne? Knapp. Naja, gut. Ansonsten werde ich mich demnächst mal wahrscheinlich an Super Mario Brothers setzen. Das ist zumindest mein Ziel. Mein nächstes Projekt, sag ich mal. Ich weiß aber noch nicht, wie viel ich da spielen werde. Ich habe es zumindest jetzt immerhin geschafft, einen Autotimer an den Start zu kriegen. Was nicht so einfach ist. Insofern kann ich zumindest mal meine Versuche timen, um zu gucken, wie schnell ich bin. Aber Super Mario Brothers ist echt sehr schwer. Und da irgendwie was zu reißen. Vor allen Dingen, um auf die Rangliste zu kommen, muss man schon echt krasse Zeiten abliefern. Und Super Mario Brothers spielt sich halt wirklich komplett anders als bei Mario Maker zum Beispiel. Größter Unterschied schon mal, dass man nicht so von Gegnern hochspringt, sondern wirklich immer nur so klein wegdutzt. Also dieses berühmte, dieses hier, von Gegnern so hoch schießend wegmachen, was sie in Mario Maker 2 auch übernommen haben für Mario Brothers. Gibt's da nicht. Das ist schon, muss man schon mal ganz anders rangehen. Aber dafür ist der Speedrun tendenziell ein bisschen kürzer. Ha! Swizzleback, der Star Road Speedrun, das ist der Super Mario World 11 Exit. Genau den habe ich gerannt. Und bin jetzt mit einer Zeit von unter 12 Minuten in den Top 500. Also der ist nicht ganz unter 10 Minuten. Also wenn du unter 10 Minuten bist, dann hast du einen Weltrekord. Dann bist du auf jeden Fall in Weltrekordnähe. Ja. Tendenziell muss ich aber sagen, ich habe nachgeschaut. Ich habe mir jetzt mal, nachdem ich meinen Run dann endlich geschafft habe mit ein paar neuen Techniken, die ich mir antrainiert habe, was schon Krampf genug war, habe ich mal nachgeschaut und mir den quasi einen Run angeguckt, der unter 11 Minuten ist. Und wenn ich das richtig gesehen habe,
Ach, der hätte doch treffen müssen. Wenn ich die alle drin habe, dann... Und wenn ich alle meine Tricks, die ich quasi jetzt für den unter 12 Minuten Run benutzt habe, voll drauf habe, falscher Sprung, und die perfekt ausführe, dann wäre ein unter 11 Minuten Run eigentlich drin. Knapp. Aber das heißt nicht, dass ich mich da jetzt groß dran setze. Ja. Das kommt vielleicht irgendwann nochmal später, wenn ich in Kaizo noch ein bisschen mehr drin bin und sowieso die mir die Steuerung noch mehr in Fleisch und Blut gegangen ist. Ah, komm schon. Aber dieser kleine Mini-Swamp da zu treffen, der ist gemein. Da muss man echt mit Re-Wrap arbeiten, anders geht's nicht. Das wäre mir lieber ein Sprung gewesen, den ich am Anfang mache. Hätte ich lieber den Football am Ende gemacht. 21, 22. So sollte es nicht sein. Mann! Kennt ihr das auch? Ihr macht das dann irgendwie 5 Minuten und easy und man denkt überhaupt nicht mehr drüber nach und dann will der erste Sprung irgendwann nicht mehr funktionieren. Wie hieß es nochmal? Das gab es auch mal bei Scrubs, oder? Gab die Yips? Die Yips oder was? Dass man die Basic-Sachen auf einmal nicht mehr konnte, weil man so Angst davor hatte, dass die großen Sachen zu verkacken? Irgendwie sowas. Komm schon. Will der jetzt nochmal hin? Also ich meine, wir haben es jetzt gleich. Den ganzen Test werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber wenigstens bis zum Checkpoint. Wenigstens bis zum Checkpoint. So. Ich habe noch nicht mal festgehalten. Aber der kam schneller als gedacht. Von hinten in den Maulwurf rein. Und er geht weiter, als wäre nichts passiert. Ach Mann. So, jetzt aber. Upp. Und laufen und loslassen und zu früh. Jetzt hängt der Chat leider auch gerade. Ich kann euch gerade gar nicht sehen. Ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen. Ah, es hat sogar geklappt. Habe ich nicht dran geglaubt. Ach, komm schon. Jetzt könnte auch mal langsam das klappen, finde ich. Aber es gibt ja auch keinen Hinweis, wo man drauf achten muss, wann der runterkommt, ne? Es gibt keinen Indicator. Im Zweifel am besten direkt durch und mit Regraps arbeiten, dass man entsprechend schnell runterfällt. Aber... Laut zählen nicht vergessen. Ja, stimmt ja. Jetzt ist der Chat auch wieder am Start. Los. Ins Gesicht. Das habe ich sehen können. Ich sehe die Chancen, diesen Checkpoint noch vor Schluss zu erreichen. Leider schwinden. Das heißt aber nicht, dass wir aufhören, es zu versuchen.
Wop. Wop. Falscher. Da habe ich jetzt. Das war mein Fehler. Ohne Spin Jump bringt das alles nichts. Ja, bah. Der war knapp. Aber funktioniert. Hashtag machbar. Hm. D -d 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 21, 22. 21, 22. Zählen hilft wirklich. Bis man es wirklich komplett im Gefühl hat. Zu knapp. Ja, gut, Nosi, du hast mich erinnert. 21, 22. 21, 22. Gut, Leute, die letzten zwei Minuten haben angefangen. Ich glaube, das wird schwierig, das noch hinzukriegen. Ah! Sehr schön. Guck mal, haben wir das auch noch geschafft. Dann können wir auch nochmal schnell schauen, wie es danach weitergeht. Bleibe ich euch nichts schuldig. Ach, guck mal, kommt er hier wieder. Muss man höher. Da hätte ich darauf und dann auf den Maulwurf. Der wahrscheinlich, der hat doch bestimmt wieder rutschige, fettige Haare. Wie soll man den Sprung denn schaffen? Da muss er ja wirklich mit einem durch. Ja, den Zeitdruck brauche ich wirklich. Ohne Zeitdruck funktioniert das Ganze nicht. Na gut. Ich glaube, das hier wird dann jetzt aber wirklich nichts mehr. Okay, in unter einer Minute wird das nicht mehr. Ich speichere diese Position. Liebe Leute, wir lassen die Musik weiterlaufen, die ist viel zu schön. Die Position speichere ich und dann würde ich sagen, machen wir irgendwann mal weiter. Ich werde allerdings weiter auch mal, Kaizo habe ich jetzt mal wieder Bock drauf. Wird bestimmt mal wieder häufiger irgendwo passieren und dann werde ich mich da rein trainieren. Vielleicht bin ich beim nächsten Mal so krass, dann renne ich da einfach schnell durch und dann machen wir direkt im Anschluss weiter mit Grand Poo World. 3 wahrscheinlich, weil es so lange dauern wird, bis ich so weit bin. Aber ihr wisst, ihr versteht es. Schön, dass ihr da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir zumindest. Ich hoffe euch auch. Das ist ja so mal was Schönes, Beruhigendes zum Zuschauen. Insofern, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt demnächst wieder, wenn ich hier dann an anderer Stelle. Aber ihr wisst es. Rocket Beans TV, bleibt dran. Bis dahin. Ciao, ciao.